Und ein Metallöchen und willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, zu Inazuma 11 Ultimate. Und erstmal, wie immer, sporadisch, sorry, es sollten Videos kommen, es kamen keine, es kam was dazwischen. Ihr kennt das Ganze ja. Wahrscheinlich werde ich es in Zukunft so machen, dass ich nicht mehr sage, dass jeden Tag oder dass morgen wieder was kommt. Und ich einfach sage, es kommt was, wenn was kommt. Denn es kann immer was dazwischen kommen. Ich versuche immer, dass es nicht passiert, aber man kann es halt nicht immer vermeiden. Deshalb, ja, sorry. Und heute wird es ein echt spannendes Match, denn heute spielen wir gegen... Ich weiß gar nicht, gegen wen. Super vorbereitet wieder. Gamer, sag an. Ach ja, die Nacht. Was ist los mit meinem Bild? Ja. Bam, bam. Zack, zack, passt wieder. Alles cool. Gott, jetzt technische Probleme. Ich drehe durch. Also, wir spielen heute gegen die Nachtwinde. Und da braucht man eine Mannschaft, die nur aus Spielern mit dem Element Erde bestehen. Und da habe ich mal nebenbei zusammengezimmert. Eine echt ziemlich, jupp, läuft super. Eine echt geile Mannschaft, die stelle ich dann vor dem Match vor. Also, Gas. Gehen wir direkt rein ins Match gegen die nächtlichen Winde. Ich kenne die wehenden Winde und die Darmwinde, aber Nachtwinde ist mir jetzt neu. So, jupp, gegen die spielen wir. Dann nehmen wir mal Team A. Und ihr seht, das ist dann vom Teamlevel her ein bisschen weit runter. Es sind zwar zwei von der Originalmannschaft dabei, also Ryoma und Kaiser. Und Wandel, der auch noch gar nicht so hoch gelevelt ist, sehe ich gerade 93. Aber sonst ganz viele Leute, die nicht so ganz bekannt sind. Also, für jeden, der schreit, hau mal neue Spieler rein, da habt ihr sie. So, Team A, let's go. Touchpen ist wie immer ready und wir legen los. Ultimate 11 mit diesem Team Level 81 gegen Nachtwind 54. Bin mal gespannt. So, erstmal unsere zusammengezimmerte Mannschaft mit den ehrwürdigen Spielern. Mit einem Torwart, der sogar einen Torwartkampf gestern hat. Wohlgemerkt. Für den Fall der Fälle. So, und deshalb wird das Match heute vielleicht ein bisschen länger dauern wegen der eigenen Spielervorstellung. Und wenn wir wenigstens drückt, einfach unten klicken, dann könnt ihr das Ganze überspringen. Wird es mit Interpo zu lang. So, wen kennen wir nicht? Michael Balzac, man kennt ihn. Ich gehe trotzdem alle vor. Hinter seiner Schnottrigkeit versteckt sich eine tiefe Hingabe zum Football. Das ist ein echt verdammtes Glück. Ich meine, 164 ist schon krass und da ist die Schusskraft da ganz, so da komme ich gar nicht, ganz weit oben, 203. Denkt man gar nicht von ihm, ne? Schon krass. So, daneben haben wir Mutti Up and Down. Extrem schwankende Tagesform. Von toll bis toll patschig. Ich habe einfach irgendwelche Randoms genommen, die im Element Erde hatten, denn ja, ich habe jetzt nicht irgendwelche Story-Spiele genommen, einfach irgendwelche. Dann haben wir Rio Sands, eine Dame. Musikliebhaberin, die beim leisesten Samba-Klingelton zum Tanzen beginnt. Samba, Yamba, Sparabo. Wer kennt das noch? Auch relativ gute Werte eigentlich. Also da so 100 und da auch so um die 100 rum. Wo es so krass das Levelunterschied ist, aber ja, wird schon irgendwie alles funktionieren und sich hoffentlich ausgleichen. Carrie Naoki singt für sein Leben gerne, aber nur alleine. Sein Appenfieber ist zu groß. Alles klar. Haben wir gerne Samba-Dance-Mannschaft hier. Dann Ryoma Nishiki mit Corvus. Stark. Man kennt ihn trotzdem. Galanter Jüngling. Seine Werte wurden während seiner Zeit in Italien geformt. Shy Klops. Das Tuch trägt er aus Schüchternheit. Leider wirkt es ein wenig befremdlich. Naja, es ist ein Bullsauge, also Bullseye, Bullenauge. Oder die Abbruchtaste bei der PlayStation kann auch sein, der rote Kreis. Sei denn jetzt zur ganzen Auge geworden, Auge finde ich immer geiler. Naja, so, das war soweit der Sturm, dann geht's weiter in die Verteidigung mit Foley Edge. Hättet ungewöhnlich gerne Unkraut. Hat die saubersten Beete der Stadt. Best Neighbor Ever.
Wandli ist dabei. Das heißt, die Abwehr ist auf jeden Fall da. Mit 146 Glück 156. Wow. Und Schusskraft 122. Nicht schlecht. Das größte und stärkste Teammitglied. Steht auf Fairplay und fette Speisen. Das mit den fetten Speisen könnte von mir sein. So. Carney Royce. Der sieht ein bisschen komisch aus. Er liebt Menschen, Fleisch, jeglicher Couleur und hat diese Vorliebe noch nie bereut. Ja, wenn es gut schmeckt. Es sagen ja einige Leute, Menschenfleisch schmeckt wie Hühnchen. Und Hühnchen schmeckt eigentlich ganz gut, aber ich will es nicht weiter vertiefen. So, dann haben wir noch Alicia Ott, ein weiteres Girl. Eingartiges Mädchen. Ihr süßes Gesicht wirkt unheimlich leblos. Naja, es geht. Heißer Fieger, Nebelschleier, Duhkatapult und Orkangrätsche. Nicht schlecht. Im Tor ist Abram Kadabra. Der ist, glaube ich, sogar ein Story-Spieler, oder? Für irgendeine Mannschaft. Auf jeden Fall hat er ja schon den Kampfgeist-Slot schon freigeschaltet. Da habe ich jetzt mal Schimmel reingesteckt, da er auch ein Erd-Tor-Bart-Kampfgeist ist. Gott, so lange Wörter. Besitzt erstaunlich gute Reflexe und ist überzeugt von seinen Freistößen. Als Trainer haben wir mal Travis drin, denn warum nicht? Wobei, ich könnte eigentlich... Ah, geht nicht mehr, schade. Weil doch einige ein bisschen nach unten zieht. Da sind nur ein paar Werte, aber trotzdem. Sind doch mehr Pfeile nach unten als nach oben. Hoppala. Naja. Und da noch aus irgendwelchen Gründen Bobby Pompon. Will seine Individualität unbedingt durch seine skurrilen Wollmützen ausdrücken. Der ist drin, weil, ja, Baum. Ich weiß nicht. Aufstellung ist die Rammer, kann ich auch nicht mehr ändern. Ne, ist alles schon zu spät. Aber ist auch eine coole Aufstellung. Das Blöde ist aber, das darf ich nicht vergessen, beziehungsweise muss ich darauf aufpassen. Da es das Teamlevel ein bisschen niedrig ist, ist auch die TTP-Zahl gesunken von 149, also fast 150, auf 132. Das heißt, es geht nur zweimal, wie auch sonst immer, nur die Absetzfalle. Muss ein bisschen aufpassen. So, unsere neue Mannschaft. Zumindest für dieses Match. So, da haben wir die Nachtwinde. Mondo Zapp ist dabei, den mag ich so gern. Der ist mega geil. Auch Eugene. Achab. Aha. Ah. Geile Spielerchen. Mal gucken. Wer ist denn alles da? Glacius Ghoul. Sankt zum Trainer, der für seine Größe verblüffend schnell und wendig ist. Das war eine Gesangtum-Trainer. Ne, alles ein bisschen durcheinander. So. Panacea Utopia. Er bewegt sich der trickreich, dass Gegner völlig verdutzt stehen bleiben. Dann Laura Fair. Die sieht cool aus. Tradition und Legenden ziehen sie in ihren Bann. Liebt Volksfeste. Volksfeste sind die besten Feste. Lars Dijkstra. Lars. Abgebrühter Spieler, dem es beim Fußball nur um seine Noten geht. Eugenius Pibodius, leitfüßiger Mittelfeldspieler, leider bremst ihn seine Skepsis allzu oft aus. Ja, der ist ein bisschen, ich weiß, ein bisschen sehr skeptisch und sehr, ich weiß nicht so recht. Malphas, der teuflische Spieler täuscht seine Gegner mit infamen Lügen. Alte Fragezeichen, aha. Glaubensstory-Spieler, das sagt mir irgendwas. Dai. Ach, ich dachte, der heißt Mondo Zappa. Dai Mondo? Ach nee, Mondo Zappa war ja der von Killer is Dead. Also ich mag den Spieler, weil der selben Namen hat wie Mondo von Killer is Dead. Sind nämlich, ja, Mondo. Schnell und diskret. Wurde zum Beitritt bei den luftigen Rächern überredet. Interessant. Egilu. Seine Familie züchtet Lilien und kommt damit bestens über die Runden. Und der ist, soweit ich weiß, von der Alpine. Was ist das denn? Igloo. So. Kratoris Mercury. Kontrolliert den Ball mit Hilfe flüssiger Bewegungen, die an Wasser erinnern. Aha. Narcissus Rotondo. Achtet auf sein Äußeres. Keiner weiß, dass er früher mal ziemlich dick war. Und jetzt ist er narzisstisch. Ja, man kann auch dick sein und narzisstisch. Das geht auch. Gibt's alles. Ishmael Achab. Durchtrainierter Freitaucher mit einem unglaublichen Lungevolumen. Gerade hatte ich auch schon ein paar Mal als gegnerischen Torwart.
Das sagt mir einiges. Wer ist denn da alles? Johann Strom. Johann. Er gleicht einer Gerte. Sowohl in Schlankheit als auch in Flexibilität. Ah. Annahme 177 und Achab hat bestimmt, jo, um einiges weniger. Wie auch immer. Mickey Schmidt. Knallharter, furchtloser Bursche, der für keinen Kopfball zurückschreckt. Der klingt wie so ein Zeichentrickfigur. Hier kommt Mickey Schmidt. Wing Rice. Hasst es, wenn man ihr reinpfuscht. Soll ein süßes Lächeln haben. Na, ich sehe es nicht. Rin? Ach, dieser von den Aliens, sag ich mal. Oder? Ich weiß nicht. Eolia Amhart. Möchte Pilot werden und im Alleinflug den Pazifik überqueren. Club hat ja auch irgendeine geschafft, glaube ich. Eine Frau sogar. Nicht schlecht. Ophelius Albans. Oh, der sieht ein bisschen nett aus. Gescheit bei seinen Altersgenossen, die ihn häufig um Rat fragen. Der sieht ein bisschen sauer aus. Ich weiß nicht warum. Opal. Kein Trainer. Ausstellung Bleischwert von den Schwarztemplern. Ne, Breitschwert so rum. Ah, geil. Geile Mannschaft. So, dann legen wir mal langsam in der 11. Minute los. So, let's go. Jetzt umschalten. Bin mal sehr gespannt, wie das jetzt wird. Das ist eine komplett neue Mannschaft für mich. Also ein paar bekannte Spieler sind ja dabei. Und ich werde auch nicht zurückschrecken, meinen eigenen Kampfgeist zu beschwören. Ich bin mal gespannt, wie sich die Neuen schlagen. Nicht so gut. Und schon ist der Ball weg. Hoppala. Trotzdem, war ich das? Nö. War ich das etwa? Leider nicht. Und Phantasma. Stark. Ich glaube nur die beiden. Also wie gesagt, Kadabra habe ich jetzt Machin gegeben, der mittlerweile echt sau stark geworden ist. Und Corvus, der an sich stark ist, da er jetzt Level 0 Levit ist, aus Gründen. Und Corvus. Ah. So, Moody. Ah. Läuft wieder. Das kann echt spannend werden. Ah. Gut, die Windhose ist schon mal gut. Der Dreadlock-Guy ist schon mal von Nutzen. Gut, einigermaßen Dreadlock. Was kommt der nächste mit Kampfgeist? Ich dachte schon, die werden alle verdammt gute Kampfgeister haben oder an sich Kampfgeister. Ich werde das Ganze nicht zu easy machen. Ich bin zwar doppelt, aber ich will mir auch nichts helfen mit den Kampfgeistern. Ich halt mal. Ich müsste es ja eigentlich überleben. Jo. Okay, beim Mondo kann ich einfach ausweichen normal. Ah, das sieht gut aus. Hierher. Kannst du vergessen. Ich schieß selber eins. Und goldener Schuss, aber der müsste normalerweise Huangangler. Der ist nie gut. Außer diesmal. Ja toll. Dann nochmal. Glück gehabt. Katana Kick. Jetzt aber. Bam. So sieht's aus. Ach, zu langsam wieder. Super, die erste ist drin. War krass, dass der Schuss nicht reinging. Gut, war zwar kein Kampfgeistschuss, aber trotzdem. Das schafft er nicht nochmal, ihr Deckschrubber. Rumänische Key steht zu Diensten. Da denken wir, die haben jetzt alle so weit ihre Kampfgeister draußen. Also Rang S wird es wahrscheinlich schon mal nicht werden. Rang A, ich weiß nicht.
Bloß gedacht, stimmig hier. Es gab bei uns gestern auch. Es hätte einen Sturm geben sollen, aber es kam keiner zum Glück. Also sind's krass, es gab irgendwie, soweit ich gelesen habe, bei Twitter auch in Berlin so krasses Unwetter mit Gewitter und Sturmböen, Windböen, weiß der Geier was. Genauso wie Bosa, das muss schon krasses Stürmchen sein. Oder einfach von 1000 Seiten gleichzeitig irgendwie, weiß nicht. Ah! Jetzt muss ich wieder langsam Darm kriegen, den Lu. Ja, mit den schwachen Spielern wird das ein bisschen länger dauern wie sonst. Also ich habe Glück und die passen relativ ungünstig. Ha! Ich habe keine Dribble-Technik. Egal. I have it. Ja. Muchas gracias. So, perfekt. Hast du einen Schuss drauf? Jawohl. Feuerpfeil. Das war eine zweite Technik. Ist ja stark. Oh, geht sogar rein. Amazing. Was für eine geile Mannschaft. Wahnsinn. Boah, die war aber krass geschminkt. Man sah es noch ganz kurz, aber... Sieht man es hier nochmal ganz kurz. Also ein grüner Lidschatten. Aber die Wimpern an der Seite vom Auge, das ist nicht schön. Haha, so macht man das. Eiskalt, eiskalt, Chapels Spruch klauen. Oder ist der Standardspruch von weiblichen Spielerinnen, kann auch sein. Eiskalt die Chapel gemacht. Ach, starker Pult ist so nervig. Das ist also so ein Harlekin irgendwie. Wieder mal saugeile Designs. Und Ende der Halbzeit mit 2:0. Okay, dann. Ich glaube, A sieht ganz gut aus. Das können wir sicher noch umreißen. Der Sieg ist uns sicher. Das sieht echt ziemlich amazonlos aus. Hat schon was von der Puppe. 2:0. 64% bisher. Auch nicht schlecht. Könnte mehr sein, aber passt schon. Aber im Endeffekt haben wir Kaiser da. Ne, was Kaiser? Ich weiß gar nicht, ich glaube doch irgendein Spieler, der Fernschuss drauf hat. Ich weiß gar nicht mehr welcher. Und je nachdem, wie stark er geschwächt ist. Ah, dieser ekelhafte Eugenius. Je nachdem, wie stark der Kampfgeist der gegnerische Torwart geschwächt ist, könnte auch einer reingehen. Was einen 4:0 relativ wenig im Wege stehen lässt. Naja, machen wir jetzt schon ein drittes. Aber immer schon ziemlich down. Ist nicht gut. Mondo. Da habe ich, glaube ich, auch bei irgendeiner Version. Habe ich nicht auch sogar? Gab es sogar schon. Oh, oh, oh. Better safe than sorry. Machin! Und bevor was krasses passiert. Oh, Glück gehabt. Weil dann kannst du es durchsetzen. Natürlich nicht. Okay, ich mache jetzt extra kein. Ich guck mal, ob er schafft. Ich mache jetzt extra als Ehrenmann kein Abseitsfalle. Hätte Glocke machen können, ich hatte genug Zeit, aber wir spielen ja ehrlich. Gott sei Dank. So, komm her. Hashtag Ehrenaktion. So. Hast du nicht einen drauf? Natürlich. Ballistenbomber. Ich wusste, er hat einen drauf. Und je näher, desto mehr Power. Danke, ist noch da. Bringt aber auch nichts. Bam! 3:0. Juhu, der ist drin. Damit haben wir schon insgesamt 260 Tore hier. Stark. Ja, getroffen. Ein kaiserliches 3:0.
Ah, Lora ist gleich nervig. Jo, wieder starker Puls. Sieht es sogar so gut an, dass er wenig TP kostet. Ich habe sogar nur ein bisschen über 10 oder so. Zwischen 10 und 20. Hoppala. Ah. Stürmisch. Ravencrawl. Ah, so mega geil. Hätte ich auch gerne, aber ich glaube, ich hatte nicht so viele Kampfgeistmünzen übrig. Ich werde ein bisschen langsam echt mal farmen. Denn ich kenne ein paar Matches, wo man die bekommt. Und die kann man relativ gut farmen. Aber naja. Das nächste Match wird wahrscheinlich auch wieder ein normales Match werden, also ohne Voraussetzung. Nehmen wird dann wieder mal die ursprüngliche Ultimate 11 Mannschaft da sein. Nicht so eine random zusammengebastelte. Ah, Jumbo Presse. Elephants are running. So. Und abseits. Gut, die stand jetzt relativ nebeneinander. Okay. 28, 20. Ich denke, da geht nicht mehr so viel. Aber versuchen wir es. Der Last Windhose. Und. Okay, wäre zu billig gewesen. Das wäre geil gewesen. Nach vorne schießen und dann da nochmal ein Tor. Naja, Zeit abgelaufen. Oder auch nicht. Jetzt abgelaufen. Spiel beendet mit einem ganz guten 3:0. Ah, wunderbar. So soll es sein. Genießen Sieg. Noch ein wird es euch nämlich nicht geben. Das war ja ziemlich einfach. Einigermaßen einfach. Einige Level-Ups und das Wappen für Nachtwind. Geil! Was für ein cooles und spannendes Match. So, Gas, wer ist denn der nächste Gegner? Und ich sag mal nicht der morgige Gegner, ich sag einfach mal der nächste. Aus Gründen. Leider ein A. Das nächste sind die Technik-Genies. Ah, gar zu viele Sterne. Auch ein geiles Wappen. Und danach gibt es sogar eine kleine Teilbelohnung. Ah, das ist geil. Okay, wir haben noch 1, 2, 3 Matches, bis es wieder zu einem Live-Match gibt. Mhm. Ist ja geil. Okay, das heißt es bald wieder live bei Twitch vorbeikommen. So, okay, gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Match, das wird vielleicht morgen sein, vielleicht auch, ich weiß nicht. Also wenn es da ist, ist es da. Sagen wir es einfach so. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal. Nicht vergessen, immer schön am Ball bleiben. Bis dann. Ciao.